Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Planeten auf Heath Frontier 3a. So, ich habe mich gerade wieder runtergebeamt. Ich war oben auf meinem Schiff, sage ich euch auch gleich, warum das so war. Vorher möchte ich euch eine Kleinigkeit zeigen, denn ich war nicht ganz untätig im Off und habe mich minimal häuslich eingerichtet. Die beiden sind nett, soweit ich weiß. Jawohl, da vorne ist ein Pop-Top, das ist nicht so nett. Genau, das greift mich nämlich an. Spätestens nachdem ich seine Mutter erschlagen habe. Ja, ihr seht schon rechts, ich habe mir einen kleinen Unterschlupf gebaut. So, vorsichtig, nicht die anderen beiden verletzen. Einen kleinen Unterschlupf gebaut. Und meine Arbeitsstationen schon mal wieder errichtet. Die stehen jetzt erstmal alle hier unten, bis auf den Inventors Table. Der passte da unten nicht rein. Ich muss den Keller noch ein bisschen größer machen. Ist aber alles noch in der Mache. Erstmal nur ein Dach über dem Kopf und ein Ort, um alles unterzustellen. Und ich habe Felder angelegt. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal keinen großartigen Hunger mehr haben. Oder zumindest kein großes Problem mit dem Hunger. Ich war auf meinem Schiff, habe ein paar Sachen abgelegt. Denn ich hatte mittlerweile sogar so viel Nahrung im Inventar. Ihr seht es hier, ich habe ganz viel Nahrung im Inventar. Es ist total toll, dass ich ja, zu viel schon drin hatte, um die restlichen Sachen, die hier noch rumlagen, aufzunehmen. Hier lagen auf jeden Fall noch Kartoffeln vorhin. Die konnte ich schon gar nicht mehr mitnehmen. Und mittlerweile ist hier auch alles schon wieder gewachsen. Ja, Wahnsinn. Könnte ich jetzt alles mitnehmen. Aber mein Inventar ist voll. Ich kann gar nicht so viel. Ich habe gar nicht so viel Hunger, wie ich jetzt zu essen habe. Das ist hervorragend. Das bedeutet nämlich auch, dass wir uns jetzt endlich anderen Dingen widmen können. Und ja, anderen Aufgaben nachgehen. Unseren Aufgaben. Nämlich die Kernfragmente zu benutzen, um das Tor zu aktivieren. Das ist auch das, was ich jetzt vorhabe. Denn auch deshalb war ich oben auf dem Schiff. Ich habe mir die Kernfragmente rausgesucht aus meiner Kiste dort, aus meinem Wandregal. Ich überlege gerade, ob ich noch was mitnehmen soll. Muss ich den Boden jetzt trotzdem bewässern, auch wenn das schon ausgewachsen ist? Ich weiß es nicht. Ich mache das einfach mal kurz. Hier nochmal so ein bisschen. Das Wasser fliegt in sehr merkwürdiger Bahn aus der Gießkanne. Da muss man echt zielen. Aus der Entfernung kann man das nur machen. Ich weiß gar nicht, ob das, wenn ich direkt... Ja doch, geht auch. Wenn ich direkt drüber stehe, kann ich es auch nach unten bewässern. Aber ansonsten fliegt das so schön in so einem Bogen hier. Kannst du auf die Entfernung, kannst du Dinge bewässern. Musst du nur gut zielen, einigermaßen. So, auf jeden Fall, unsere Felder stehen in voller Blüte. Und ich könnte ernten, aber ich habe, wie gesagt, das Inventar sowieso schon voll. Ich kann nochmal gerade hier so ein bisschen Popcorn einwerfen. So, und schon habe ich keinen Hunger mehr. Jetzt kann ich gar nichts mehr essen. Also, Inventar ist voll mit vielen leckeren Dingen. Ich nehme trotzdem nochmal hier jetzt zwei Sachen mit. Das war's. Ne, ich habe noch zwei Plätze. Dann nehmen wir nochmal so eine Karotte und was auch immer das hier war. Ach, diese... Ja, und schon ist das Inventar voll. Das kann ich schon wieder gar nicht mitnehmen. Ja, okay, gut. Muss es liegen bleiben. Tut mir leid. Alles andere ist auch schon fertig. Wahnsinn. So, damit hätten wir unser Hungerproblem also erstmal gelöst, solange wir jedenfalls Zugang zu dem Feld hier haben. Das heißt, wenn dieser Planet hier jetzt auch verschwinden sollte, habe ich natürlich wieder das gleiche Problem wie vorher. Ich wollte nicht auf das Feuer, ich wollte hier die Tür öffnen, schließen. So, obwohl ich könnte mal gerade die Sachen, die ich jetzt geerntet habe, auch schnell vorbereiten schon mal. So, was ging noch? Tomatoes, whatever. Und Karotte. Oh, da gingen mehrere. Oh, ich hatte tatsächlich ein paar mehr. So, jetzt haben wir das auch alles gekocht und vorbereitet. Da kommt das nächste Pop-Top an. Aber eigentlich, ich verstehe nicht, warum die aggressiv sind. Die laufen friedlich, pfeifend durch die Gegend und sobald sie mich sehen, werden sie aggressiv. Aber das war ja auch schon so, bevor ich die Mutter erschlagen habe. Da unten ist übrigens dieser Behälter wieder aufgetaucht, den ich eigentlich dachte, schon geholt gehabt zu haben, getan hätten, tuten. Komme ich da jetzt runter, beziehungsweise komme ich wieder hoch? Ist eigentlich die interessantere Frage, denn ich lasse es kommen. Im besten Fall heilt er mich und heilt, Heilung brauche ich gerade nicht. Von daher... Ach, du greifst ja auch an. Ach Mist. Das habe ich gerade irgendwie ignoriert. Nee. So. Okay, gut. Wir gehen also zum Portal hier, zum Tor und aktivieren das mal und dann schauen wir mal, was passiert. So, 20 von 20. Ich habe auch genau die 20 mitgenommen. Ich habe noch ein paar auf dem Schiff liegen, aber ich dachte, das sind wertvolle Dinge. Davon will ich nicht zu viele mit rumschleppen. Für den Fall, dass wir nochmal welche brauchen, muss ich sie mir erst aus dem Schiff holen.
Jetzt habe ich erstmal nur die 20 dabei. Ja, wir aktivieren das Tor. You appear to have successfully activated the gate, and it seems another message is coming through. Wir kriegen also eine neue Nachricht dadurch. Please come, I urgently require help. The universe depends on it. Use this ancient gateway and meet me in the Arc Ruins. Just past the outpost. Okay, also das, keine Ahnung, das Schicksal der Galaxie hängt davon ab, dass wir zur Hilfe eilen, der Person, wer auch immer das ist. Wir sollen durch das Tor gehen, wie auch immer das jetzt geht. Geht das, wenn ich da anklicke oder so? Ich weiß es nicht. Oder muss ich das nochmal. Ah, okay. Gut, das ist quasi ein Teleporter. Also, wir sollen zu dem Ort gehen und hinter dem Außenposten soll es Ruinen geben und dort sollen wir die Person treffen, die diese Nachricht gesendet hat. Wir sollen ihr helfen und das Universum hängt davon ab. Nichts Geringeres als das. Klingt wunderbar. Also, wir ja, gehen einfach mal durch das Tor und ich hoffe, dass ich jederzeit wieder zurückkommen kann. Das merken wir dann. Okay, die Musik hat sich geändert. Das fällt mir als erstes mal auf. Die ist eigentlich ganz cool. Interessant. So, wir haben hier ein baugleiches Tor auf der anderen Seite. Find the source of the mysterious messages. Das geht nach rechts, deswegen gehe ich erstmal nach links. Ich gucke erstmal gerade nach links. Was hier so. Okay, hier ist sehr sandig. Und hier ist Ende. Okay, ich will da, glaube ich, nicht runterspringen. Ich denke mal, das ist so gemeint, dass da Ende ist, ja? Kann ich hier bauen? Was ist denn das? Sand normaler? Ach, kann ich gar nicht bauen hier. Das geht gar nicht. Das ist unverwundbar, der Boden. Unabbaubar. Okay. Unveränderbar, der Planet. Wie sieht's aus? Oh, ein Hund! Ein Hund! Oh, hallo! Ist Timmy in einen Brunnen gefallen? Soll ich dir folgen? Oh nein! Oh, wie süß! Oh, und da! Zivilisation! Ein Donut Shop! Nein, ein unendlich. Unendlich Express. Was auch immer. Was haben wir denn hier? Ah, ein Laden. Gut, dass es ein Laden ist. Oh, das sind Leute. Dass es ein Laden ist, hätte ich mir denken können. Ach, guck mal, was es hier alles gibt. Liquid, irgendwas. Fuel. Ah, irgendwelche Antriebsstoff. Keine Ahnung. Raw Bacon. Okay, hier kann man Dinge kaufen auf jeden Fall. Was zu essen und so. Sieht ein bisschen aus wie eine Tankstelle hier mit den Anzeigen. Ja, und das scheint der Außenposten zu sein. Sieht jedenfalls nicht nach Ruinen aus. Hier ist nichts drin. Ich weiß auch nicht, ob ich hier jetzt was nehmen dürfte, wenn da was drin wäre. So, und hier sind ganz viele Leute, die allerdings keine Menschen sind. Denn die Erde wurde ja zerstört. Schade. What do you get when you shave an apex? A human. Ach, okay, das sind hier, glaube ich, die hier. Das ist, glaube ich, diese ganz haarige Rasse, die ein bisschen nach Affen aussieht. Und wenn man die rasiert, kriegt man halt einen Menschen dabei raus. Ha, guter Witz. Total ulkig. Was sagt er dazu? Hello, Star Traveler. A friendly face is always welcome here. Das ist super. Also ich bin hier willkommen, weil ich ein freundliches Gesicht habe. Und außerdem habe ich Feenflügel. Wer würde nicht jemanden mit Feenflügeln willkommen heißen? So, ja, krass, hier ist jede Menge los. Okay, der da scheint wichtig zu sein. Der hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ich nehme an, das wird eine Art Questgeber sein. Ich will jetzt nicht mit allen. Läuft die mir nach? Was ist los mit dir? Die hat eine komische Ausdrucksweise. Jetzt habe ich ihr gar nicht. Jetzt habe ich nur auf den Ton gehört. Was hat sie gesagt? Floran enjoys travel. Floran wants to see whole universe. Ja, dann mach das doch. Geh auf die Reise und schau dir das gesamte Universum an. Das habe ich auch vor. Aber deshalb musst du mich nicht verfolgen. Ich nehme dich nicht mit. Geh alleine auf Reise. Hey! Was ist los mit der Frau? Ich glaube, sie steht auf meine Feenflügel. Ich hoffe, es ist nur das. So, der sieht cool aus. Oder die, oder. Und er ist runtergefallen. Autsch. Wenn ich so tief fallen würde, wäre ich kaputt. Oh, das kann ich an- und ausschalten. Gut. Bookmark? Oh, warte, ich mache lieber erstmal nichts, bevor ich hier. Teleshop? Achso, ist ein Teleporter, irgendwie sowas. Ich kann den Ort hier irgendwie markieren oder was? New Bookmark? Na, ich lasse es erstmal. So, hinter dem. Oh, was ist das denn hier? Ist das nicht einer aus Star Wars? Hinter. Hier, das sieht mehr nach Ruinen aus.
Vehicle Sale und Repair. Ah, hier kann man ja Raumschiffe oder ja irgendwelche Fahrzeuge kaufen und reparieren lassen. Can't remember where you parked your Hoverbike. Just irgendwas. Ach, keine Ahnung. Irgendwas mit Hoverbikes. Ja, ich habe ja ein Raumschiff zum Reparieren lassen. Da könnte ich den Herrn ja mal fragen, ob er das für mich macht. Mit den Herrn und seine Pinguine. So, aber wir wollen zu den... Könnten das die Ruinen sein? Das sieht wieder so sehr danach aus. Ja, okay. Hier haben wir einen blauen Lichtstrahl irgendwie. Das sind garantiert die Ruinen, zu denen wir sollen. Ah, und hier ist ein weiterer Teleporter. Müssen wir den benutzen jetzt? Ist hier auch wieder Ende einfach? Ne, hier geht's runter. Oh, warte, da geht's weiter. Moment, wo führt mich denn der Teleporter hier hin? Ach, hier komme ich wieder zum Schiff und zum Außenposten. Gut, die 2 Meter darüber kann ich auch eigentlich laufen. Das ist einfach nur so ein Teleporter, der hier rumsteht und den ich benutzen kann, um unter anderem wieder zurück zu meinem Schiff zu kommen. Das ist sehr wichtig. So, und hier sind die Ruinen. Cool. Das sieht schick aus. Das gefällt mir. Noch so ein komisches Symbol, was auch immer sie bedeuten. Moment, warte mal. Könnte das... Ist das dieses Krakenviech? Das sieht so nach den Tentakeln aus. Dann könnte das hier doch die Erde sein, oder? Wird da gerade die Zerstörung der Erde gezeigt? Und die Tentakel kommen alle von dem da, was auch immer es ist. Und zerstören aber auch andere Planeten, wie es aussieht. Was ist denn dann das erste hier vorne? Das ist jemand, der mit Planeten jongliert. Okay. So, und hier werden Planeten zerstört. Ach, dann werden sie da wahrscheinlich erschaffen. Das ist jemand, der Planeten erschafft. Oh, und da ist eine Gestalt. Hello, dear. Is that a matter manipulator you're carrying? Excellent. So you're a protector. Naja, ich habe gerade meine Aufnahmeprüfung und so. I'm sorry to say, perhaps the last after the terrible destruction of Earth. Richtig. It's sadly inevitable, ich kenne das Wort nicht, that we should meet now. My name is Esther Bright, retired Grand Protector. Ah. I left some years ago, an impossible decision, but my research could not be neglected. Okay. I discovered things long forgotten that weighed heavy on the present. Schwerwiegende Dinge. Ah, da ist das Zeichen wieder. Long ago there was a force known as Cultivator. It maintained balance in the universe. Der Kultivator. Under its influence, harmony reigned, so it was for Aeons, vor Äonen, von Jahren wahrscheinlich. Da haben wir das andere Symbol. But this tranquility proved finite. A being arose, one of hate. Verdammt, ich bin nicht schnell genug mit Lesen. Okay, ich lese es einfach und fasse es gleich zusammen. Oh, der Cultivator wurde auch getötet. Oder nee, er wurde nicht getötet, aber er hat das Wesen weggesperrt und dabei seine Macht aufgebraucht. Und er hat 6 Artefakte an 6 auserwählte Rassen gegeben. Okay. Klar müssen wir das. Lass mich raten, wer das tun soll. Okay, also. Es gab diesen Kultivator, den wir hier zu Anfang gesehen haben, der für Harmonie und Gleichgewicht im Universum gesorgt hat. Dann ist dieses Tentakelviech aufgetaucht. Hier ein Being, ein Sein, eine Kreatur,
aus Hass und keine Ahnung was, die das Universum zerstört. Und der Kultivator hat das Viech bekämpft und weggesperrt, hat dabei aber selber seine ganze Macht aufgebraucht. Und ja, also er ist nicht tot, glaube ich, aber halt, keine Ahnung, nicht mehr da. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er 6 Artefakte verteilt an die 6 Rassen. Das waren wahrscheinlich die, die wir zu Anfang auch als Auswahl hatten. Hier zum Beispiel die Floraner und die Apex und so, die wir eben auch gesehen haben alle. Und diese 6 Artefakte gemeinsam bilden den Schlüssel zu den Ruinen, in denen das Viech eigentlich weggesperrt sein sollte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was es ja irgendwie nicht ist, weil es wieder rausgekommen ist, um unseren Planeten zu zerstören. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist unsere Aufgabe, die 6 Artefakte zu finden, zu vereinen, die Ruinen zu erreichen und das Viech ein für alle Mal zu besiegen. Klingt ganz einfach, wenn ihr mich fragt. Keine große Aufgabe. So, und die hat immer noch so ein Fragezeichen hier beim Kopf. Das heißt, okay, ich habe auch immer noch die Aufgabe, die Quelle der mysteriösen Nachrichten zu finden. Das ist sie hier. Ach, und sie ist übrigens eine, ehemalige Groß... Wie heißen die? Protektor? Wie übersetzt man das? Beschützer? Oder was sind wir? Protektoren? Nee, was sind wir? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehört sie hier unserem Orden an, hat uns an dem Meta-Manipulator erkannt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir sie schon gesehen haben auf einem der Bilder ganz zu Anfang. Wir sind doch zu Anfang aufgewacht und zu unserer Zeremonie da gelaufen. Und kurz davor waren solche Bilder an der Wand. War sie nicht auch dabei? Sogar da waren doch die Großprotektor-Menschen gezeigt. Kann ich sie hier irgendwie untersuchen? Achso, nee, nicht das Gate. Ich wollte eigentlich die Frau untersuchen hier. Hieß es da nicht noch, ich habe doch mit der Lupe diese Bilder untersucht und hieß es da nicht noch, sie sieht aus wie eine nette Oma mit Keksen, Milch und Keksen oder sowas in der Art? Meine ich jedenfalls. So, und jetzt haben wir sie hier getroffen. Sie hat also den Orden da verlassen und hat ihre eigenen Forschungen unternommen, die einfach nicht warten konnten und hat Dinge entdeckt, die eben jetzt in der aktuellen Situation wichtig sind. Das waren wahrscheinlich die Sachen, die sie uns mitgeteilt hat. So, ich spreche sie nochmal an. Ah, Quest complete. Thank you for joining me, dear. With your help, I know we can triumph. Ja, schauen wir mal, ob wir triumphieren können. Esther heißt sie, genau. So, und sie hat eine weitere Quest. Oder sie hat jetzt überhaupt mal die richtige Quest für uns. So. Deary, wie süß. You need a ship in good working order. Ja, ich brauche ein funktionierendes Schiff. Wer weiß, wie weit du reisen musst, bevor unsere Aufgabe erledigt ist. Ich soll zum Outpost zurück, also zum Außenposten zurück. Und ja, mit dem Pinguin Pete sprechen, der die Schiffe repariert. Cool, mache ich. So, was ist das hier? Reward Bag. Mysterious Reward. Use this to open it and reveal its contents. How exciting! Oh, das ist so wie Lunchboxen und so. Das ist Überraschungsbelohnung. So, ich könnte auch wieder was essen mittlerweile. Machen wir das mal. Witzigerweise funktioniert das, wenn ich etwas hier aus dem Inventar nehme und einfach irgendwo hier in die Gegend klicke, dann isst man das automatisch. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich würde das dann wegschmeißen. Aber da wurde ich in den Kommentaren eines Besseren belehrt. Und man hat mir gesagt, ich kann es so auch essen einfach. Also ich muss es nicht immer jedes Mal, ich habe es ja umständlich gemacht, wie immer. Ich habe das erst hier oben abgelegt und dann über die Leiste hier oben gegessen, was total umständlich war im Vergleich. Und ich kann es halt auch einfach so machen. So, ich bin immer noch nicht satt. Was ist denn jetzt los? Immer noch ein bisschen Popcorn drauf. So, jetzt aber. So, wir sollen zum Außenposten zurückkehren. Und Pinguin Pete um Hilfe bitten. Achso, ich wollte mein Überraschungspaket hier gucken. Das war es eigentlich. Das hier. Da. Wie kann ich das benutzen? Auch einfach so? Das lege ich jetzt mal da oben in die Leiste. So. Machen wir das mal auf. Ha! Das gefällt mir. Eine Tech-Card war da drin. Wie cool. Oh, das gefällt mir. Ich stehe auf sowas. So Überraschungspakete, die dann auch noch Konfetti sprühen und Geräusche machen, finde ich super. Herrlich. So, und wir sind hier. Fällt mir gerade auf, ich habe immer noch meine Feenflügel und so an. Ich habe gerade
den Wunsch, ich hätte mich angemessener angezogen, um der Großprotektorin da entgegenzutreten und nicht mit Feenflügeln, aber hey, irgendwie macht es mich ja liebenswert, finde ich. Sie mag mich sowieso, sie ist nett. So, das hier scheint Pinguin Pete zu sein. Den fragen wir also jetzt, ob er uns helfen kann. Eine neue Quest kriegen wir. Oh, warte, hier ist noch eine Nachricht. Ah, okay. Gut, es geht um den Ort, den er uns jetzt gerade nennt. It's gonna take 20... Erchios Crystals? Also irgendwelche Kristalle. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Erchios? Keine Ahnung. Kristalle auf jeden Fall. Irgendwelche Kristalle aus einer Mine. Achso, okay. Und er sagt gerade, er hat die Koordinaten zu unserem Schiff gesendet. Und wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die Koordinaten angekommen sind. Das heißt, wir können jetzt über unser Schiff zu dieser Mine beamen, teleportieren und müssen dort 20 Kristalle finden. Okay. Mission obtained. Alles klar. Die Details sehen wir auf unserem Schiffscomputer, wenn wir in unser Schiff zurückkehren. So, ich möchte mich allerdings hier noch ein bisschen umschauen. Was kann ich denn hier noch machen? Mit denen habe ich jetzt. Und was ist das hier? Sorry, pal. If the captain sees me talking instead of working, he'll have my neck. Okay, er möchte nicht mit uns reden, denn er soll arbeiten. Weniger reden, mehr arbeiten. So, und jetzt hatten wir aber da oben, stand ja auch noch mal einer mit einer Aufgabe. Überhaupt kann ich hier mal mich weiter umschauen. So, der da hat noch eine Quest für uns. Und hier laufen und fliegen ganz viele... Oh, guck mal, da ist gerade einer angekommen. Was bist du denn? Komm, ach Mist. Ich hatte gehofft, dass es nach oben kommt, dann hätte ich es angesprochen, aber ich renne jetzt nicht hinterher. Aber nach unten gehe ich gleich auch noch. So, was haben wir hier alles Lustiges? Wer ist das denn hier? The time will come for you, Salia. But you are not yet ready... Was? Woher kennt er meinen Namen? Who are you? Oh, da oben sind Teddys. Und die haben eine Quest. Ich will die Quest von den Teddys. Und ich will seine Quest auch. Ich gehe erst... Nein, wo gehe ich zuerst hin? Ich gehe erst hier hin. Ich bleib mal auf dieser Etage erstmal. So, was ist mit dir los? I've been developing technology that will enable the user to swiftly dash from one point to another, but I'm lacking a few crucial components for my prototype. Could you help me by bringing me 10 copper bars? 10 Kupferbarren soll ich ihm bringen? Ja, kann ich machen. Habe ich nicht dabei, oder? Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Wo hätte ich sowas, wenn ich es hätte? Weiß ich nicht, hier wahrscheinlich. Aber ich habe überhaupt keine Barren, keine fertigen. Ich habe aber 61 Kupfererz. Das heißt, ich könnte die Barren herstellen wahrscheinlich. Und muss sie ihm dann bringen. So, den Außenposten habe ich ja jetzt... Die verfolgt mich ja schon wieder. Ist die das? Das ist doch dieselbe wie eben, ne? Lady! Tu das nicht, das ist creepy. Okay, jetzt geht sie wieder. Komm ich hier... Nee, komm ich nicht raus. So, da unten war ich schon. Dann gehe ich... Oh, warte, hier ist eine Kiste. Ich weiß nicht, ob ich hier was nehmen dürfte, wenn da was wäre, aber hier ist auch nichts, was mir die Entscheidung natürlich leichter macht. So, und da sind Teddys! Oh, Teddybären! Oh nein, der weint! Oh nein, der kleine Teddy weint! Oh mein Gott! The lost Teddy! My little Dipper lost his dear Teddy Bear! I just can't finish setting up shop with him like this. Can you help me get a new Teddy Bear for him, please? Oh, natürlich! Oh, natürlich! Oh, er hat seinen Teddybär verloren. Das ist so traurig. Er hat seinen Teddybär verloren. Da steht ein Pirat. Ich lass mich voll ablenken. Er hat seinen Teddybär verloren, um nochmal zu der traurigen Geschichte zurückzukommen. Und, ja, Mama oder Papa Bär, keine Ahnung, wer auch immer, kann den Shop hier nicht fertig bauen, solange der Kleine weint. Und jetzt sollen wir einen Teddybären finden. Oh, ich möchte einen Teddybär für ihn finden. Oh mein Gott, ja, bitte. Oh, ein Teddybär, ja. Und dann kriegen wir Zugang zu einem neuen Shop. Ich denke, das ist die Sache daran. So, da war ein... Sind das Toiletten? Okay, ich verfolge den Teddy jetzt, den Pinguin nicht auf die Toilette. Da ist er wieder. Ich wollte eigentlich mit ihm reden. Huch, jetzt habe ich die Toilette benutzt. Das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte mich nicht vordrängeln, sorry. Achso, okay, genau. Das ist auch einer der Mitarbeiter von Pete da vorne. So, opening soon. Hier ist auch noch... Ups. Ups, ich bin da runtergefallen. Warum ist hier ein Loch im Boden? Okay. Also, der Shop macht auch noch nicht auf. Das heißt, das ist so ein Ort, den wir auch häufiger wohl wieder besuchen werden. Zum einen, um ihm was zu bringen, dann um ihm was zu bringen
Und eventuell gibt es ja noch weitere Quests oder so, oder um auf Toilette zu gehen. Wir haben ja keine eigene Toilette. Naja, und nach werden hier wohl noch Shops öffnen, obwohl der sieht nicht so aus. Der sieht eher aus, als wäre er schon vor langer Zeit geschlossen worden. Aber hier, ja, obwohl der könnte vielleicht auch einfach schon geschlossen worden sein. Gut, aber da soll, Coming Soon steht zumindest dran, da soll zumindest einer hinkommen noch. Hier steht auch sowas dran, der soll in Kürze eröffnen. Hier keine Ahnung, aber wie gesagt, der Außenposten hier scheint sich auch noch im Bau zu befinden und sich weiter zu verändern. Und wir werden ihn bestimmt noch häufiger besuchen. So, wo geht's denn hier unten hin? Was ist das hier? Kanalisation? Hi, pinker Affe. So, lass mich mal einen Blick hier mit der Taschenlampe reinwerfen. Ah, hier ist auch was Geschlossenes und das steht auch so ein bisschen in der Pfütze hier unter Wasser. So, der ist also auch zu. Das sieht ja zwielichtig aus hier. Hier haben wir Mülltonnen. Oh, da ist was drin. Yay. Ja, das ist eine gute Frage an für sich. Ich weiß nicht, wofür ich es brauchen würde. Ich lasse es mal hier. Das durchnässte, matschige Papier, an dem schon die Frage dran steht, warum sollte ich das mitnehmen? Ist eine berechtigte Frage. So, da ist also nur das Papier drin, da auch. Ich lasse es mal da. So, und wir schauen uns noch kurz hier unten den Ort an, wo es auch eine Quest gibt. Und einen Spielautomaten. Kann ich an den Spielautomaten? Nein, leider nicht. So, hier gibt es auch noch eine Quest für uns. Das scheint so eine Art, ja, kleine Kneipe hier unten zu sein. Aber irgendwie ziemlich, ja, abgelegen im Keller, noch unter dem Keller. Also sehr mysteriös bis, keine Ahnung. Oh, ist das ein Pinguin, ist der Barkeeper. Ein bisschen zwielichtig hier unten. So, und der Pinguin möchte was von uns? Dreadwing the Penguin. Help me out, would ya? Business around here hasn't been so great since all my regulars are on the run from Dreadwing and his gang of crooks. Okay, also ein, Gang-anführender Pinguin treibt hier sein Unwesen und verscheucht die Kundschaft, im Prinzip. Can you go and defeat Dreadwing for me? Come speak when you're ready. I'll send your ride to him. Ah, okay. Es geht darum, diesen anderen Pinguin zu besiegen, ihn und seine Gang, damit hier das Business wieder läuft. Und wenn wir soweit sind, sollen wir mit ihm sprechen. Er schickt uns dann zu ihm. Das heißt, wahrscheinlich werden wir von hier aus direkt dahin gebracht. Das will ich jetzt aber nicht machen. Ich gehe wieder raus hier, aber ich merke es mir mal. Also wir haben hier auch noch so eine Aufgabe. Habe ich eigentlich irgendwo eine Übersicht über meine Quests? Ah, hier, Questliste. Quasi hier sind die completed. Alles klar. Und hier sind die aktiven. So, das hier ist wichtig, das müssen wir machen. Das hier ist quasi die übergeordnete Hauptquest. Das ist unsere nächste Aufgabe innerhalb dieser Hauptquest. Und hier sind Nebenquests. Oh, der Teddy. Ich muss einen Teddy basteln, bauen oder finden. Und ich muss hier Dreadwing. Ich nehme mal an, sind die nach Schwierigkeit hier sortiert? Oder danach, ob ich das schon machen kann? Ich weiß es gar nicht, weil Dreadwing, also der ist jetzt grün und der hier ist gelb, aber der besteht nur darin, irgendwie 10 Kupferbarren zu finden. Vielleicht heißt die gelbe Schrift, weil ich die halt noch nicht habe, dass ich jetzt noch nicht dahin zurückkehren könnte. Ich könnte aber, wenn ich einen Teddy hätte... Ne, ich habe ja keinen Teddy. Das macht keinen Sinn. Dann müsste das auch gelb sein. Ich weiß nicht, was die Farben bedeuten. Finden wir vielleicht noch raus. Also vielleicht ist die einfach schwieriger, aber keine Ahnung. So, ich mache das Fenster einfach wieder zu. So, und dann kletter ich wieder hier raus und würde mich dabei gleichzeitig schon von euch verabschieden und mich dafür bedanken, dass ihr heute mit dabei wart und euch darauf hinweisen, dass ich mich darüber freuen würde, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei... Du verlierst irgendwas. Wieder mit dabei wärt. Was hat der denn? Der hat ja einen coolen Umhang an. Aber warum läuft der aus? Guild of the Rainbow Rooks. Protect the Innocent. Der gehört irgendeiner Gilde von Regenbogenleuten an. Lass mich doch weiter mit dir reden. Aber das ist ja cool. Ich will auch so einen Umhang. Der ist schön. Obwohl, ich habe Feenflügel. Die sind auch toll. Also, nochmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Und sage tschüss, macht's gut und bis dann.